dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, 2:1, wichtiger Heimsieg gegen FC Bayern München Amateure. Bei uns ist Luka Sliskovic, unser Stürmer. Luka, erstmal die wichtigste Frage. Wie hast du dich in der 74. Minute gefühlt, als der Ball gegen den rechten Außenpfosten prallt? Ja, war eine gute Aktion, guter Ball von Florian Kahrt. Hab probiert, ein bisschen abzuwarten, um zu sehen, was der Torhüter macht. Aber ja, dann habe ich ihn leider gegen den Pfosten geschossen und ja, war ein bisschen enttäuscht, aber es geht weiter. Insgesamt trotzdem ein wichtiger Heimsieg, 2 gute Tore und hinten raus war es dann nochmal ein bisschen eng. Wie hast du das Spiel auf dem Feld erlebt? Ja, war ein Hin und Her, aber ich denke, wir haben gut, sind 2-0 in Führung gegangen. 2-1 habe ich jetzt nicht gesehen, also was da war, aber offensichtlich war es ein Foul und ein Elfmeter. Aber so wie wir das fertig gespielt haben, so kann man weiterarbeiten. In der ersten Halbzeit war es relativ schwierig, relativ offen, war schwer ins Spiel zu kommen. Was hat aus deiner Sicht geholfen, dass es dann so in unsere Richtung kippt am Ende? Ja, ich glaube, man hat gesehen, dass man heute sehr gut nach hinten gearbeitet hat, auch viel geredet hat, kommuniziert. Und ich glaube, wenn wir so zusammenstehen, kompakt und dann auf Konter lauern, dann sind wir sehr gefährlich und ich denke, heute war es verdient. Luka, wir sagen vielen Dank, weiter hart arbeiten und dann kommt bald das erste Tor endlich auch für dich. Danke dir. Ein wichtiger 2:1 Heimerfolg gegen den FC Bayern München, gegen die zweite Vertretung des Rekordmeisters. Rafa, wie froh sind wir, wie froh ist die Mannschaft, dass heute der zweite Heimerfolg geglückt ist? Ja gut, ich denke nach der langen Durststrecke sind wir alle super glücklich über den Sieg. Jetzt heißt es aber, dass wir dann nächste Woche weitermachen und weitere Punkte einfahren. Aber für heute sind wir super glücklich. Beschreib nochmal deinen Treffer. Ja, du hast das 2:0 erzielt. Zuvor hat der Maxi Franzke schon den Führungstreffer erzielt. Ihr habt euch beide für dasselbe Eck entschieden. Ja, hast du da bei Maxi was abgeguckt? Nee, abgeguckt habe ich mir nichts. Ja, ich habe den Ball bekommen und dann gesehen, dass ich 1-1 bin mit dem Verteidiger und dachte mir, da gehe ich jetzt drüber. Und dann ja, habe ich gesehen, dass das lange Eck ein bisschen offen ist und habe ihn dann versucht, so gut wie es geht reinzuschieben und es ist mir auch ganz gut gelungen. Münchner Mannschaften, die liegen uns bislang in der Saison. Ja, den letzten Sieg, den konnten wir gegen Türkgücü München feiern. Danach haben wir gedacht, es geht bergauf mit uns, mussten uns leider ein bisschen gedulden. Ja, danach folgten nicht die Ergebnisse, die wir uns gewünscht haben. Wie muss man es diesmal angehen, dass möglicherweise auch in den nächsten Wochen ja, erfolgreiche Wochen vor uns stehen? Ja, also ich glaube, von der Einstellung her muss es genauso weitergehen wie heute, wie die 90 Minuten. Natürlich hat heute auch nicht alles funktioniert, aber ich glaube, der Kampf und der Wille waren da. Ja, und Gott sei Dank haben wir uns belohnt. Die Münchner, ja, keine schlechte Truppe. Ich glaube, man hat an ganz vielen Stellen gesehen, wie viel Qualität in der Mannschaft steckt. Sie hatten auch viele Chancen, gerade im ersten Durchgang. Da waren wir doch ein bisschen zurückhaltender. War es denn im zweiten Durchgang der Kampf und der Wille, der ja, was schlussendlich ausschlaggebend war für unseren Sieg heute? Ja, kann man so sagen. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, also Kampf und Wille war da. Hatten auch ein, zwei Mal Glück in den Situationen. Erste Halbzeit, auch zweite Halbzeit, wo ja, das Spielglück auf unserer Seite ist. Aber ich denke, das haben wir uns auch mal verdient. Ja, und dann reichen uns 2 gute Angriffe, um die Tore zu machen. Ja, 2:1 gegen Bayern 2. Bei mir ist unser Torschütze Maxi Franzke. Maxi, erstmal zum 1:0. Beschreib mal, wie es zustande gekommen und wie hast du dich vor allem gefühlt? Ja, das Gefühl war natürlich sehr schön. Ich glaube, Rafa hat mich auf der linken Seite durchgesteckt. Ich stand dann relativ ungünstig zum Tor, dass ich nochmal nach innen quasi abgekappt habe und dann einfach nicht lange drüber nachgedacht, sondern dann einfach draufgezogen und dann ist er zum Glück reingegangen. Ja, und Rafa hat sich gut gefühlt, hat direkt mit dem 2:0 nachgelegt. Wie hast du dich da gefühlt, als das dann passiert ist? Ja, brutal, brutal wichtiges Tor einfach, dass wir dann direkt nachgelegt haben. Auch klar, wenn es jetzt zum Schluss nochmal hippelig wurde. Es war klar, dass wenn die Bayern nochmal ein Tor machen, dass es dann nochmal Druck auf uns zukommen wird. Aber wie gesagt, das Tor von Rafa war auch brutal wichtig, logisch. Luka hat leider in der 74. gegen den rechten Außenpfosten getroffen. Vielleicht hätte das die Entscheidung schon sein können. Er war ein bisschen traurig jetzt. Vielleicht magst du ihm irgendwas mitgeben? Ja, prinzipiell klar, wenn wir das 3:0 machen, dann ist das Spiel, glaube ich, zu. Aber solche Situationen passieren immer wieder. Das war letzte Woche der Fall, da muss ich vielleicht das 1:0 machen, da kann der Stein nach der Pause das Tor machen. Ich glaube, wir sind Offensivspieler, wir versuchen auch immer alles rauszuhauen. Ja, letztendlich ist es Liz dann heute nicht gelungen, beim nächsten Mal dann. Mit Blick auf die weiteren Spiele, jetzt geht es 2-mal auswärts gegen Lautern, gegen Ingolstadt. Was sind das für Aufgaben aus deiner Sicht? Ja, es erwarten uns natürlich wieder 2 brutal schwere Spiele. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt heute erstmal glücklich, dass wir heute die 3 Punkte geholt haben. Jetzt können wir durchschnaufen, haben jetzt morgen einen Tag zum Regenerieren, arbeiten dann die Woche gut und dann heißt es, nächste Woche wieder Vollgas zu geben. Maxi, vielen Dank, weiterhin viel Erfolg mit dem FCM und viele Tore noch. Danke.